Der Anfang. Im Rückblick stellte Harry fest, dass er sich auch einen Monat später kaum an die Tage erinnern konnte, die auf diese Nacht folgten. Vielleicht hatte er nach allem, was er durchgemacht hatte, einfach nichts mehr aufnehmen können. Und die wenigen Erinnerungen, die er hatte, waren sehr bittere. Das Schlimmste war wohl das Treffen mit den Diggorys am nächsten Morgen gewesen. Sie gaben ihm keine Schuld für das, was geschehen war. Im Gegenteil, beide dankten ihm, dass er ihren toten Sohn zurückgebracht hatte. Mr. Diggory schluchzte während des Gesprächs immer wieder auf, während Mrs. Diggory ihrer Trauer offenbar nicht einmal mehr mit Tränen Ausdruck verleihen konnte. »Dann hat er nicht lange gelitten«, sagte sie, nachdem Harry geschildert hatte, wie Cedric gestorben war. »Und überleg mal, Amos, er starb in dem Moment, als er das Turnier gewonnen hatte. Er muss glücklich gewesen sein.« Als die beiden sich schon erhoben hatten, wandte sich Mrs. Diggory noch einmal Harry zu. »Pass jetzt gut auf dich auf«, sagte sie. Harry nahm den Beutel mit Gold vom Nachttisch. »Nehmen Sie das«, murmelte er. »Cedric hätte es verdient. Er war vor mir da. Nehmen Sie es.« Doch Mrs. Diggory wich hastig zurück. »Oh nein, es ist deins, mein Junge. Wir könnten es nicht. Behalt du es.« Am Abend noch kehrte Harry in den Gryffindor-Turm zurück. Hermine und Ron hatten ihm erzählt, dass Dumbledore beim Frühstück ein paar Worte an alle Schüler gerichtet hatte. Er hatte sie nur um eines gebeten, nämlich Harry in Ruhe zu lassen und ihn nicht mit Fragen darüber zu löchern, was im Irrgarten geschehen war. Auf den Korridoren, so fiel ihm auf, gingen ihm die meisten seiner Mitschüler aus dem Weg und schmieden seinen Blick. Manche flüsterten hinter vorgehaltener Hand miteinander, wenn er vorbeiging. Sicher schenkten viele von ihnen Rita Kimcorns Behauptungen Glauben, er sei gestört und womöglich auch gefährlich. Vielleicht machten sie sich auch ihren eigenen Reim darauf, wie Cedric gestorben war. Harry scherte sich wenig darum. Ohnehin war er am liebsten mit Ron und Hermine zusammen und dann redeten sie über andere Dinge oder die beiden ließen ihn schweigend dasitzen, während sie Schach spielten. Er hatte das Gefühl, sie alle drei waren zu einem stillschweigenden Einverständnis gelangt. Sie warteten jeder für sich auf einen Hinweis, ein Wort darüber, was außerhalb von Hogwarts vor sich ging. Und es war sinnlos, lange hin und her zu überlegen, was in nächster Zeit geschehen würde, solange sie nichts Genaues erfuhren. Nur einmal streiften sie das Thema, als Ron und Harry von einem Treffen Mrs. Weasley mit Dumbledore vor ihrer Heimreise erzählte. »Sie wollte ihn fragen, ob du diesen Sommer gleich zu uns kommen könntest«, erklärte Ron. »Aber Dumbledore möchte, dass du zu den Dursleys zurückgehst, wenigstens für die erste Zeit.« »Warum?«, fragte Harry. »Sie meinte, Dumbledore hätte seine Gründe«, sagte Ron und schüttelte mit düsterer Miene den Kopf. »Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen.« Der Einzige, außer Ron und Hermine, mit dem Harry sich überhaupt in der Lage fühlte, zu sprechen, war Hagrid. Da es keinen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste mehr gab, hatten sie in diesen Stunden frei. Am Donnerstagnachmittag nutzten sie die Gelegenheit und gingen hinunter, um ihn in seiner Hütte zu besuchen. Es war ein heller, sonniger Tag. Fang kam aus der offenen Tür gejagt und nahm sie bellend und wie verrückt mit dem Schwanz wedelnd in Empfang. »Wer da?« rief Hagrid und kam zur Tür. »Harry!« Mit großen Schritten kam er ihnen entgegen, drückte Harry mit einem Arm an sich, zerzauste sich mit der anderen Hand das Haar noch mehr und sagte, »Lässt dich endlich wieder blicken, Kumpel. Schön, dich zu sehen.« Sie betraten die Hütte. Auf dem Holztisch vor dem Kamin standen ein paar eimergroße Tassen und Teller. »Hab mit Olymp ein Tässchen Tee getrunken«, sagte Hagrid. »Ist eben gegangen.« »Mit wem?« fragte Ron verwundert. »Madame Maxime natürlich«, sagte Hagrid. »Habt euch wohl wieder versöhnt, ihr beiden?« sagte Ron. »Keine Ahnung, was du meinst«, sagte Hagrid lässig und holte frische Tassen aus dem Geschirrschrank. Als er Tee gekocht und ihnen einen Teller trägiger Kekse angeboten hatte, lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und nahm Harry mit seinen käferschwarzen Augen scharf unter die Lupe. »Alles in Ordnung mit dir?« fragte er ruppig. »Ja«, sagte Harry. »Nein, ist es nicht«, sagte Hagrid. »Natürlich nicht, aber wird schon.« Harry schwieg. »Wusste, dass er eines Tages zurückkommt«, sagte Hagrid, und alle drei sahen erschrocken zu ihm auf. »Wusste es seit Jahren, Harry. Wusste, dass er irgendwo da draußen war und gewartet hat, bis seine Zeit kam. Musste passieren. Jetzt ist es passiert und wir müssen damit klarkommen. Wir werden kämpfen. Vielleicht können wir ihn stoppen, bevor er richtig Fuß fasst. Das jedenfalls hat Dumbledore vor.
Großartiger Mann, Dumbledore. Solange wir ihn haben, mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Hagrid sah die ungläubigen Mienen der drei und schob seine buschigen Augenbrauen. Hat keinen Zweck, da zu hocken und sich Sorgen zu machen, sagte er. Was kommen muss, wird kommen. Und wenn es da ist, nehmen wir den Kampf auf. Dumbledore hat mir gesagt, was du getan hast, Harry. Hagrid schwoll die Brust, während er Harry ansah. Du hast so viel getan, wie dein Vater getan hätte, und das ist das größte Lob für dich. Harry lächelte. Es war das erste Mal seit Tagen, dass er lächelte. Worum hat dich Dumbledore gebeten, Hagrid? Fragte er. Er hat Professor McGonagall geschickt, um dich und Madame Maxime zu sich zu holen, noch in der Nacht. Hat einen kleinen Auftrag für mich über den Sommer, sagte Hagrid. Ist aber geheim. Darf nicht drüber reden. Nicht mal mit euch, Rasselbande. Olymp, für euch Madame Maxime, kommt vielleicht mit. Denk eigentlich schon. Glaub, ich hab sie überredet. Hat es mit Voldemort zu tun? Hagrid zuckte beim Klang dieses Namens zusammen. Könnt sein, wich er aus. Aber wie wär's, wenn wir zusammen den letzten Kröter besuchen? War nur ein Witz, setzte er beim Anblick ihrer Gesichter hastig hinzu. Am Abend vor der Abreise in den Ligusterweg packte Harry oben im Schlafsack schweren Herzens seinen Koffer. Ihm graute vor dem Abschiedsessen, das sonst immer ein richtiges Fest war, bei dem der Sieger des Hauswettbewerbs ausgerufen wurde. Seit er aus dem Krankenflügel entlassen war, hatte er, um den neugierigen Blicken seiner Mitschüler zu entgehen, einen Bogen um die große Halle gemacht, wenn sie voll besetzt war, und lieber dann gegessen, wenn kaum noch jemand da war. Als Harry, Ron und Hermine die Halle betraten, fiel den dreien als erstes auf, dass sie nicht wie sonst festlich geschmückt war. Normalerweise prangte die Halle beim Abschiedsessen in den Farben des siegreichen Hauses. Heute Abend jedoch hingen schwarze Tücher an der Wand, hinter dem leeren Tisch. Harry wusste, dass dies zu Ehren Cedrics geschehen war. Der wirkliche Meta Moody saß am Lehrertisch mit Samtholzbein und magischem Auge. Äußerst schreckhaft zuckte er jedes Mal zusammen, wenn ihn jemand ansprach. Harry konnte es ihm nicht verdenken. Moodys Angst vor Angriffen war nach der 10-monatigen Gefangenschaft in seinem eigenen Koffer natürlich noch gewachsen. Professor Korkarows Stuhl war leer. Als Harry sich zu den anderen Gryffindors setzte, fragte er sich, wo Korkarow jetzt wohl steckte. Hatte ihn Voldemort vielleicht schon aufgespürt? Madame Maxime war noch da. Sie saß neben Hagrid und unterhielt sich leise mit ihm. Ein paar Plätze weiter, neben Professor McGonagall, saß Snape. Ihre Blicke trafen sich kurz. Snapes Miene war schwer zu entziffern. Er wirkte so verbittert und abweisend wie eh und je. Harry beobachtete ihn noch lange, nachdem Snape wieder weggeschaut hatte. Was genau hatte Snape auf Dumbledores Anweisung hin in der Nacht getan, als Voldemort zurückkam? Und warum war Dumbledore so überzeugt, dass Snape auf seiner Seite war? Er war ihr Spion gewesen, Dumbledore hatte es im Dinkarium gesagt. Snape hatte sich als Spion gegen Voldemort gewandt. Unter größter Gefahr für sein eigenes Leben. Hatte er erneut einen solchen Auftrag übernommen? Hatte er vielleicht in Verbindung mit den Todessern aufgenommen? Hatte er so getan, als wäre er nie wirklich zu Dumbledore übergelaufen? Und hätte wie Voldemort selbst nur den richtigen Augenblick abgewartet? Am Lehrertisch erhob sich Professor Dumbledore und beendete Harrys Grübeleien. In der großen Halle, wo es ohnehin schon viel leiser war als sonst beim Abschiedsessen, wurde es sehr still. »Wieder einmal«, sagte Dumbledore und sah in die Gesichter rundum. »Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende.« Er hielt inne und sein Blick fiel auf den Tisch der Hufflepuffs. Bevor er aufgestanden war, hat dort die gedrückteste Stimmung geherrscht, und dort sah man auch die blassesten und traurigsten Gesichter in der Halle. »Es gibt viel, was ich euch heute Abend sagen möchte«, fuhr Dumbledore fort. »Doch will ich zuerst daran erinnern, dass wir einen großartigen Menschen verloren haben, der hier unter uns sitzen und das Essen mit uns genießen sollte.« Er wies zu den Hufflepuffs hinüber. »Ich möchte euch bitten, aufzustehen und die Gläser zu Ehren Cedric Diggory zu erheben.« Sie taten es ohne Ausnahme. Stuhlbeine kratzten über den Boden, als alle aufstanden und ihre Kelche erhoben, und eine Stimme laut und tief wie fernes Donnergrollen erklang in der Halle. Cedric Diggory. Durch eine Lücke in der Menge erhaschte Harry einen Blick auf Joe. Stumme Tränen rannen ihr übers Gesicht. Sie setzten sich wieder und Harry senkte den Blick auf den Tisch. Cedric war ein Mensch, der viele der Tugenden, welche das Haus Hufflepuff auszeichnen, in sich vereinte, fuhr Dumbledore fort. Er war ein guter und treuer Freund, ein fleißiger Schüler, ein Mensch, der das Fairplay schätzte.
Sein Tod hat euch alle berührt, ob ihr ihn gut kanntet oder nicht. Deshalb glaube ich, dass ihr das Recht habt, genau zu erfahren, wie es dazu kam. Harry hob den Kopf und starrte Dumbledore an. Cedric Diggory wurde von Lord Voldemort ermordet. Ein panisches Flüstern erhob sich in der Stimme, in der großen Halle. Viele starrten Dumbledore ungläubig, ja entsetzt an. Er schien jedoch vollkommen ruhig und wartete geduldig, bis sich das Gemurmel wieder gelegt hatte. Das Zaubereiministerium wünscht nicht, erklärte Dumbledore, dass ich euch dies sage. Vielleicht werden manche eurer Eltern entsetzt darüber sein. Entweder weil sie nicht glauben wollen, dass Lord Voldemort zurückgekehrt ist, oder weil sie meinen, ich sollte es euch nicht sagen, weil ihr noch zu jung seid. Es ist jedoch meine Überzeugung, dass die Wahrheit immer der Lüge vorzuziehen ist und dass jeder Versuch, so zu tun, als wäre Cedric durch einen Unfall gestorben oder durch einen eigenen Fehler, eine Beleidigung seines Andenkens ist. Bestürzt und verängstigt war nun jedes Gesicht in der Halle Dumbledore zugewandt. Fast jedes. Drüben am Slytherin-Tisch sah Harry Draco Malfoy mit Crab und Goyle flüstern. Ein heißer Brechreiz, erregender Wutschwall stieg ihm in die Kehle hoch. Er zwang sich, den Blick erneut auf Dumbledore zu richten. »Und noch jemand muss im Zusammenhang mit Cedrics Tod erwähnt werden«, sagte Dumbledore. »Ich spreche natürlich von Harry Potter.« Eine Welle durchlief die Halle. Es waren die Köpfe, die sich zu Harry umdrehten, um sich dann wieder rasch Dumbledore zuzuwenden. »Harry Potter ist es gelungen, Lord Voldemort zu entkommen«, sagte Dumbledore. »Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um den toten Cedric nach Hogwarts zurückzubringen. Er hat Tapferkeit in jeder Hinsicht bewiesen, wie sie bislang nur wenige Zauberer im Angesicht von Lord Voldemort gezeigt haben. Und dafür ehre ich ihn.« Dumbledore wandte sich mit ernstem Gesicht Harry zu und schob erneut seinen Trinkkelch. Fast alle taten es ihm nach. Sie murmelten seinen Namen wie zuvor den Cedrics und tranken auf sein Wohl. Durch eine Lücke in der Menge sah Harry jedoch, dass Malfoy, Crabbe und Goyle und viele andere Slytherins trotzig sitzen geblieben waren und ihre Kelche nicht angerührt hatten. Dumbledore, der schließlich kein magisches Auge hatte, konnte sie nicht sehen. Sie nahmen ihre Plätze wieder ein und Dumbledore fuhr fort. Ziel des Trimagischen Turnieres war es, das gegenseitige Verständnis unter den Magiern verschiedener Länder zu fördern. Im Lichte dessen, was geschehen ist, der Rückkehr Voldemorts sind partnerschaftliche Bande wichtiger denn je. Dumbledore sah zu Madame Maxime und Hagrid hinüber, zu Fleur Delacour und ihren Mitschülern aus Beauxbatons und zu Victor Krumm und den Durmstrangs am Tisch des Slytherins. Krumm, so stellte Harry fest, wirkte argwöhnisch, fast verängstigt, als fürchtete er, Dumbledore würde gleich etwas sehr Harsches sagen. »Jeder Gast in der Halle«, sagte Dumbledore, und sein Blick verweilte auf den Durmstrang-Schülern. »Sollte er oder sie uns wieder einmal besuchen wollen, ist hier jederzeit willkommen. Ich sage es euch noch einmal, angesichts der Rückkehr Lord Voldemorts sind wir so stark, wie wir einig, und so schwach, wie wir gespalten sind.« Lord Voldemort besitzt ein großes Talent, Zwietracht und Feindseligkeit zu verbreiten. Dem können wir nur entgegentreten, wenn wir ein nicht minder starkes Band der Freundschaft und des Vertrauens knüpfen. Unterschiede in Lebensweise und Sprache werden uns nicht im geringsten stören, wenn unsere Ziele die gleichen sind und wir den anderen mit offenen Herzen begegnen. Es ist meine Überzeugung, und noch nie habe ich so sehr gehofft, mich zu irren, dass auf uns alle dunkle und schwere Zeiten zukommen. Manche von euch hier haben bereits spürbar unter der Hand Lord Voldemorts gelitten. Viele eurer Familien wurden in zwei gerissen. Von einer Woche wurde ein Schüler aus unserer Mitte genommen. Denkt an Cedric, erinnert euch an ihn. Wenn einmal die Zeit kommt, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist. Denkt daran, was einem Jungen, der gut und freundlich und mutig war, geschah, nur weil er Lord Voldemort in die Quere kam. Erinnert euch an Cedric Diggory. Harrys Koffer waren gepackt. Obendrauf thronte Hedwig in ihrem Käfig. Zusammen mit den anderen Viertklässlern wartete Harry, Ron und Hermine in der überfüllten Eingangshalle auf die Kutschen, die sie zum Bahnhof Hogsmeade bringen sollten. Wieder war es ein herrlicher Sommertag. Wenn er am Abend ankam, überlegte Harry, würde es heiß sein im Ligusterweg. Die Gärten üppig grün, die Blumenbeete ein Rausch von Farben. Doch der Gedanke machte ihm überhaupt keine Freude. »Harry«,
Er wandte sich um. Fleur Delacour kam die Steintreppe zum Schloss hochgerannt. Hinter ihr in weiter Entfernung konnte er erkennen, wie Hagrid Madame Maxime behilflich war, zwei ihrer Riesenpferde anzuscheren. Die Bobaton-Kutsche würde bald in die Luft steigen. »Wir sehen uns wieder, hoffe ich«, sagte Fleur, als sie vor ihm stand und ihm die Hand darbot. »Ich hoffe, ich bekomme einen Job hier, damit ich mein Englisch aufbessern kann.« »Es ist doch schon sehr gut«, sagte Ron mit merkwürdig erstickter Stimme. Fleur schenkte ihm ein Lächeln, Hermine blickte finster drein. »Auf Wiedersehen, Harry«, sagte Fleur und wandte sich zum Gehen. »Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen.« Harrys Laune konnte einfach nicht anders, als sich ein wenig zu bessern. Er sah Fleur nach, wie sie mit wehendem Haar ins Sonnenlicht tauchte und zu Madame Maxime hinübereilte. »Wie kommen eigentlich die Durmstrangs zurück?«, fragte Ron. »Glaubst du, die können dieses Schiff ohne Karkaroff steuern?« »Karkaroff hat nicht gesteuert«, sagte eine ruppige Stimme. »Er lag die ganze Zeit in seiner Kabine und hat uns die Arbeit machen lassen.« Grum war gekommen, um sich von Hermine zu verabschieden. »Kann ich kurz mit dir sprechen?«, fragte er. »Oh ja, natürlich«, sagte Hermine, offensichtlich ein wenig geschmeichelt, und verschwand mit Grum in der Menge. »Beeil dich aber«, rief ihr Ron nach. »Die Kutschen sind bestimmt gleich da.« Allerdings ließ er Harry nach den Kutschen Ausschau halten und reckte minutenlang den Kopf über die Menge, um zu sehen, was Grum und Hermine wohl miteinander trieben. Sie kehrten jedoch bald zurück. Ron starrte Hermine an, doch ihre Miene blieb unbewegt. »Ich mochte Diggory«, sagte Grum unvermittelt zu Harry. »Er war immer höflich zu mir, immer, obwohl ich aus Durmstrang bin, mit Karkaroff«, fügte er mit finsterem Blick hinzu. »Habt ihr schon einen neuen Schulleiter?«, fragte Harry. Grum zuckte die Achseln. Wie schon früher bot er ihnen die Hand an und verabschiedete sich erst von Harry, dann von Ron. Ron sah ganz danach aus, als würde er unter Qualen mit sich selbst ringen. Schon hatte sich Grum ein paar Schritte entfernt, als es aus ihm herausplatzte. »Kann ich ein Autogramm von dir haben?« Hermine wandte sich ab und sah mit einem Lächeln zu, wie die pferdelosen Kutschen die Zugfahrt heraufrollten, während Grum überrascht zwar, doch nicht ohne Genugtuung, für Ron seinen Namen auf einen Fetzen Pergament schrieb. Das Wetter auf ihrer Rückreise nach King's Cross war um Welten besser als bei ihrer Fahrt nach Hogwarts im vorigen September. Keine einzige Wolke war am Himmel zu sehen. Harry, Ron und Hermine hatten es geschafft, ein Abteil für sich zu ergattern. Pickwitchen war wieder einmal unter Rons Festumhang verborgen, damit er nicht endlos schuhute. Hedwig hatte den Kopf unter einen Flügel gesteckt und war am Dösen. Und Krummbein hatte sich auf einem freien Sitz eingekringelt und sah wie ein großes rötlich-gelbes Pelzkissen aus. Während der Zug sich schnell nach Süden trug, unterhielten sich die drei so ausgiebig und freimütig wie seit einer Woche nicht mehr. Harry hatte das Gefühl, Dumbledores Worte beim Abschiedsessen hätten etwas in ihm ausgelöst. Es war keine solche Qual mehr, darüber zu reden, was geschehen war. Sie überlegten hin und her, was Dumbledore wohl gerade unternahm, um Voldemorts Marsch aufzuhalten, und verstummten erst, als der Imbisswagen kam. Als Hermine mit ihrem Essen ins Abteil zurückkehrte und ihren Geldbeutel wieder in die Schultasche steckte, zog sie eine Ausgabe des Tagespropheten heraus, die sie mitgenommen hatte. Harry warf einen Blick darauf, nicht sicher, ob er wirklich wissen wollte, was sie wohl geschrieben hatten. Doch Hermine folgte seinem Blick und sagte leise, »Da steht nichts drin. Du kannst selber nachsehen. Aber sie bringen überhaupt nichts. Ich habe jeden Tag geschaut. Nur eine kleine Meldung am Tag nach der dritten Runde, dass du das Turnier gewonnen hättest. Cedric haben sie nicht einmal erwähnt. Nichts von der ganzen Geschichte. Wenn du mich fragst, zwingt Fatsch sie dazu, Stillschweigen zu bewahren.« »Der wird doch Rita nie zum Schweigen bringen«, sagte Harry. »Nicht, wenn es um eine solche Geschichte geht.« »Oh, Rita hat seit der dritten Runde nichts mehr geschrieben«, sagte Hermine in merkwürdig verhaltenem Ton. »Es ist nämlich so«, fügte sie mit leisem Zittern in der Stimme hinzu, »dass Rita Kimcorn eine ganze Weile lang gar nichts mehr schreiben wird, außer sie will, dass ich über sie auspacke.« »Wovon redest du überhaupt?«, fragte Ron. »Ich habe rausgefunden, wie sie unsere privaten Gespräche belauscht hat, obwohl sie eigentlich nicht aufs Schlossgelände durfte«, kam es hastig aus Hermines Mund. Harry hatte den Eindruck, dass Hermine ihnen das schon tagelang unbedingt hatte erzählen wollen,
es sich aber wegen all der anderen Geschehnisse verkniffen hatte. »Und wie hat sie es angestellt?«, fragte Harry rasch. »Wie hast du es rausgefunden?«, setzte Ron hinzu und starrte sie an. »Naja, eigentlich warst du es, der mich auf die Idee gebracht hat, Harry«, sagte sie. »Tatsächlich?«, entgegnete Harry verdutzt. »Wie denn?« »Wanzen«, sagte Hermine ausgelassen. »Aber du hast doch gesagt, sie funktionieren nicht.« »Oh nein, keine elektronischen Wanzen«, sagte Hermine. »Nein, wisst ihr, Rita Kim Korn«, in Hermines Stimme zittert ein verhaltener Triumph, »ist ein nicht gemeldeter Animagus. Sie kann sich«, Hermine zog ein kleines versiegeltes Einmachglas aus ihrer Tasche, »in einen Käfer verwandeln.« »Du machst Witze«, sagte Ron. »Du hast doch nicht...« »Sie ist nicht etwa...« »Oh doch, genau das ist sie«, jauchzte Hermine und fuchtelte mit dem Glas vor ihren Augen herum. Drin waren ein paar Zweige und Blätter und ein großer fetter Käfer. »Das ist doch nie und nimmer. Du willst uns auf den Arm nehmen«, flüsterte Ron und schob das Glas an die Augen. »Nein, will ich nicht«, strahlte Hermine. »Ich habe sie auf der Fensterbank im Krankensaal gefangen. Schaut euch den Käfer genau an, dann seht ihr die Muster auf ihren Fühler. Sind genau die gleichen wie auf dieser bescheuerten Brille, die sie immer trägt.« Harry nahm den Käfer unter die Lupe und stellte fest, dass sie vollkommen recht hatte. Und jetzt fiel ihm auch etwas ein. An dem Abend, als wir hörten, wie Hagrid Madame Maxime von seiner Mutter erzählte, da war ein Käfer auf dieser Statue. »Genau«, sagte Hermine. »Und Victor hat einen Käfer aus meinen Haaren gezogen, nachdem wir am See miteinander gesprochen hatten. Und wenn ich mich nicht gewaltig irre, hockt Rita Kim Korn genau an dem Tag bei Wahrsagen auf dem Fenstersims, als deine Narbe geschmerzt hat. Das ganze Jahr über ist sie auf der Suche nach irgendwelchen Geschichten herumgeschwirrt.« »Als wir Malfoy hinter diesem Baum gesehen haben«, sagte Ron langsam. »Er hat mit ihr gesprochen, sie war auf seiner Hand«, sagte Hermine. »Natürlich hat er es gewusst. So hat sie all diese netten kleinen Interviews mit den Slytherins bekommen. Denen war egal, dass sie etwas Ungesetzliches tat, solange sie ihr diese fürchterlichen Geschichten über uns und Hagrid verbraten konnten.« Hermine nahm das Glas aus Rons Hand und sah lächelnd zu, wie der Käfer zornig gegen das Glas brummte. »Ich habe ihr gesagt, ich lasse sie raus, wenn wir in London sind«, sagte sie. »Das Glas habe ich unzerbrechlich gehext, deshalb kann sie sich nicht verwandeln. Und ich habe ihr gesagt, sie solle ihre flotte Feder ein Jahr lang stecken lassen. Mal sehen, ob sie von dieser Gewohnheit runterkommt, schreckliche Lügen über die Leute zu verbreiten.« Erhaben lächelnd steckte Hermine das Glas zurück in ihre Schultasche. Die Abteiltür glitt auf. »Oberschlaugranger«, sagte Draco Malfoy. Crabbe und Goyle standen hinter ihm. Alle drei sahen selbstzufriedener, arroganter und bedrohlicher aus, als Harry sie je erlebt hatte. »Schön«, sagte Malfoy langsam, tat einen Schritt ins Abteil und sah sie mit hämisch gekräuselten Lippen an. »Ihr habt eine erbärmliche Porterin gefangen, und Potter ist wieder mal Dumbledores Liebling. Ganz toll!« Sein Grinsen verbreiterte sich. Crabbe und Goyle standen da und schielten. »Wollt euch ein wenig ablenken, oder?« sagte Malfoy leise und sah dabei alle drei abwechselnd an. »Versucht so zu tun, als ob es nicht passiert wäre?« »Raus hier«, sagte Harry. Er war nicht mehr in Malfoys Nähe gewesen, seit er beobachtet hatte, wie er während Dumbledores Rede mit Crabbe und Goyle getuschelt hatte. Ihm war, es klingelte ihm etwas in den Ohren. Unter dem Umhang packte er seinen Zauberstab. »Du hast dich für die Verlierer entschieden, Potter. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, du solltest besser darauf achten, mit wem du dich abgibst. Erinnerst du dich, als wir uns im Zug trafen, auf der ersten Fahrt nach Hogwarts? Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht mit so einem Pack abgeben.« Sein Kopf zuckte in Richtung Ron und Hermine. »Zu spät, Potter. Die verschwinden zuerst, jetzt, wo der dunkle Lord zurück ist. Schlammblüter und Muggelfreunde als Erste. Naja, als Zweite. Diggory war der R.« Es war, als würde eine Kiste Feuerwerkskracher im Abteil explodieren, geblendet von gleißendem Flüchen aus allen Richtungen, betäubt von einer Serie lauter Schläge, sah Harry blinzelt zu Boden. Malfoy, Crabbe und Goyle lagen bewusstlos da, halb auf dem Gang, halb im Abteil. Harry, Ron und Hermine waren aufgesprungen und alle drei hatten sie verschiedene Flüche losgelassen. Und sie waren nicht die Einzige. »Dachte,
Wir schauen mal nach, was diese drei so vorhaben, sagte Fred lässig und stieg über Goylem weg ins Abteil. Er hatte den Zauberstab gezückt, wie auch George, der mit großer Umsicht auf Malfoy trat, als er Fred folgte. Interessante Wirkung, sagte George und sah auf Crabbe hinunter. Wer hat den Furunculus-Fluch genommen? Ich, sagte Harry. Seltsam, schmunzelte George. Ich habe Wabbelbein genommen. Sieht aus, als sollte man die beiden nicht mischen. Dem sprießen ja kleine Tentakel aus dem Gesicht. Und hört mal, wir wollen sie nicht hier drin lassen, die passen noch nicht zum Ambiente. Ron, Harry und George kickten, schoben und wälzten Malfoy, Crabbe und Goyle. Der Fluchwirrwarr hatte ihrem Ton gar nicht gut getan. Hinaus auf den Gang, kehrten zurück ins Abteil und schoben die Tür zu. »Jemand Lust auf Zauberschnippschnapp?«, fragte Fred und zog einen Packen Spielkarten aus der Tasche. Sie waren mitten im fünften Spiel, als Harry beschloss, die beiden zu fragen. »Wie steht's, George? Rückst du endlich mit der Sprache raus?«, sagte er. »Wen habt ihr erpresst?« »Oh«, sagte George finster. »Das!« »Vergiss es«, sagte Fred und schüttelte ungeduldig den Kopf. »Es war nichts Wichtiges. Vielleicht später mal.« »Wir haben es ohnehin aufgegeben«, sagte George achselzuckend. Doch Harry, Ron und Hermine ließen nicht locker und endlich meinte Fred. Schon gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Es war Ludo Backman.« »Backman?«, sagte Harry scharf. »Willst du sagen, er hatte mit...« »Nö«, sagte George mit umwölkter Miene. »Damit hatte er nichts zu tun. Ist ein Dummbeutel. Hätte nicht den Grips dazu gehabt.« »Na und? Um was ging's dann?«, fragte Ron. Fred zögerte, dann sagte er, »Ihr wisst doch noch, dass wir bei ihm eine Wette platziert hatten bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, dass Irland gewinnt, aber Krumm den Schnatz fangen würde?« »Ja«, sagten Harry und Ron langsam. »Naja, der Schlaumeier hat uns mit dem Leprecher an Gold bezahlt, dass diese irischen Maskottchen vor dem Spiel runterregnen ließen.« »Und?« »Und?«, sagte Fred ungeduldig. »Er hat sich natürlich aufgelöst. Am nächsten Morgen war's weg.« »Aber das muss doch ein Versehen gewesen sein«, warf Hermine ein. George lachte bitter. »Ja, das haben wir zuerst auch geglaubt. Wir dachten, wenn wir ihm einfach schreiben, dass er einen Fehler gemacht hat, würde er die Kohle rausrücken. Aber denkst du, hat unseren Brief einfach ignoriert. In Hogwarts dann haben wir andauernd versucht, mit ihm zu reden. Aber er hat immer irgendeine Ausrede gefunden, um uns zu entwischen.« »Schließlich ist er ziemlich fies geworden«, sagte Fred. »Meinte, wir seien zu jung zum Spielen und er würde uns überhaupt nichts geben.« »Also haben wir unser Geld eben zurückverlangt«, sagte George mit finsterem Blick. »Er hat doch nicht etwa abgelehnt«, keuchte Hermine. »Volltreffer«, sagte Fred. »Aber das waren eure ganzen Ersparnisse«, rief Ron. »Wem sagst du das?«, erwiderte George. »Natürlich haben wir irgendwann rausgefunden, was eigentlich los war. Auch Lee Jordans Vater hatte einige Schwierigkeiten, sein Geld von Backman zu kriegen. Wie sich rausgestellt hat, hat er großen Ärger mit den Kobolden, hat sich Unmengen Gold von ihnen geliehen. Eine Bande von denen ist ihm nach der Weltmeisterschaft im Wald auf die Pelle gerückt und hat ihm alles Gold abgenommen, das er bei sich hatte. Und es war immer noch nicht genug, um die Schulden zu begleichen. Dann sind sie ihm bis nach Hogwarts gefolgt, um ihn im Auge zu behalten. Er hat alles beim Glücksspiel verloren, kann keine 2 Galleonen mehr zusammenkratzen. Und wisst ihr, wie der Idiot die Kobolde bezahlen wollte?« »Wie?«, sagte Harry. »Er hat auf dich gewettet, Alter«, sagte Fred. »Hat den großen Betrag darauf gesetzt, dass du das Turnier gewinnst. Und die Kobolde haben dagegen gehalten.« »Darum wollte er mir ständig gewinnen helfen«, sagte Harry. »Aber ich hab doch gewonnen, also kann er euch das Gold zurückzahlen.« »Von wegen«, sagte George kopfschüttelnd. »Die Kobolde spielen genauso ein dreckiges Spiel wie er. Die sagen jetzt, du hättest dir den ersten Platz mit Diggory geteilt und Backman hat ja gewettet, dass du allein gewinnst. Also musste Backman abhauen und das hat er gleich nach der 3. Runde getan.« George schaffte tief und begann die Karten neu auszuteilen. Die restliche Reise war ein wahres Vergnügen. Harry wünschte sich sogar, sie würden den ganzen Sommer dauern, ohne dass sie je in King's Cross ankämen. Doch wie er dieses Jahr auf die harte Torte lernen müssen, verlangsamt sich die Lauf der Zeit nicht, wenn etwas Unangenehmes auf einen zukommt. Und allzu schnell war es soweit und der Hogwarts-Express lief aus
Gleis 9, Dreiviertel ein. Wie üblich machte sich beim Aussteigen ein lärmiges Durcheinander auf den Gängen breit. Ron und Hermine kämpften sich mit ihren schweren Koffern an Malfoy, Crabbe und Goyle vorbei. Harry jedoch blieb sitzen. »Fred! George! Einen Moment noch!« Die Zwillinge kamen zurück. Harry öffnete den Koffer und holte seinen trimagischen Gewinn hervor. »Für euch!« sagte er und drückte George den Goldbeutel in die Hand. »Wie bitte?« Fred war völlig perplexed. »Für euch!« wiederholte Harry bestimmt. »Ich will es nicht.« »Du bist verrückt geworden«, sagte George und versuchte, den Beutel Harry wieder aufzudrängen. »Nein, bin ich nicht«, sagte Harry. »Nehmt das Gold und macht euch ans Erfinden. Es ist für den Scherzladen.« »Er ist tatsächlich verrückt geworden«, sagte Fred mit beinahe furchtsamer Stimme. »Hört zu«, sagte Harry entschlossen. »Wenn ihr es nicht nehmt, werfe ich es in den Gully. Ich will es nicht und ich brauche es nicht. Aber ich könnte ein paar Lacher vertragen. Wir alle könnten ein paar Lacher vertragen. Und ich habe da so eine Ahnung, dass wir sie bald mehr als sonst brauchen werden.« »Harry«, sagte George matt und wog den Geldsack in den Händen. »Da drin müssen mindestens 1000 Gallionen sein.« »Ja«, grinste Harry. »Überlegt mal, wie viel Kanariencreme das gibt.« Die Zwillinge starrten ihn an. »Aber sagt euer Mom nicht, woher ihr es habt. Obwohl, wenn man's bedenkt, ist sie jetzt sicher nicht mehr so scharf darauf, dass ihr im Ministerium anfangt.« »Harry«, setzte Fred an, doch Harry zückte seinen Zauberstab. »Passt auf«, sagte er kurz angebunden. »Nehmt es, oder ich jag euch einen Fluch auf den Hals. Ich kenne inzwischen ein paar gute. Aber tut mir einen Gefallen, ja? Kauft Ron einen anderen Festumhang und sagt, er sei von euch.« Er verließ das Abteil, bevor sie den Mund aufmachen konnten, und stieg über Malfoy, Crabbe und Goyle hinweg, die immer noch mit Fluchmalen überwuchert auf dem Gang lagen. Onkel Vernon wartete auf der anderen Seite der Absperrung. Mrs. Weasley stand ganz in seiner Nähe. Sie kam Harry entgegen, umarmte ihn herzlich und flüsterte ihm ins Ohr. »Ich glaube, Dumbledore lässt sich später im Sommer zu uns kommen. Lass was von dir hören, Harry.« »Bis dann, Harry«, sagte Ron und gab ihm einen Klaps auf den Rücken. »Ciao, Harry«, sagte Hermine und tat etwas, das sie noch nie getan hatte. Sie küsste ihn auf die Wange. »Harry, danke«, murmelte George, und Fred an seiner Seite nickte eifrig. Harry zwinkerte ihm zu, wandte sich zu Onkel Vernon um und folgte ihm schweigend aus dem Bahnhof. Noch hat es keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, dachte er, als er hinten in den Wagen der Dursley stieg. Wie Hagrid gesagt hatte, was kommen musste, würde kommen. Und wenn es da war, würde er den Kampf aufnehmen müssen.